Willkommen zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Heute geht es um den Xiaomi Akara Mini Wireless Switch. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen auspacken werde. Wenn ihr meine Videos so ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr, dass ich inzwischen ein großer Fan von Akara bin, weil ich die Geräte schlicht im Design finde, das Zigbee sehr gut funktioniert und letztendlich der Preis sehr gut ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann entsprechend mal direkt den Button an. Da kommt ja nicht so viel. Wirklich viel mit. Brauchst auch gar nicht. Also letztendlich gibt es hier nochmal einen zweiten Klebestreifen. Packung haben wir zur Seite. Es gibt die Anleitung, kann man gleich kurz nochmal reinschauen. Und letztendlich dann hier den Button. Was gibt es zu dem Button zu sagen? Er sieht wie gesagt sehr schick, klein, kompakt aus. Hat hier 12 mm in der Dicke, 45x45 in den Abmessungen und ist hier auch schon mit einem Klebestreifen beschichtet. Hier drunter natürlich entsprechend die Batterie CR2032. Funkt wie gesagt im Zigbee-Netzwerk wie die anderen Akara-Geräte auch. Und ihr braucht natürlich den Akara-Hub, wenn ihr den betreiben wollt. Oder ihr nutzt halt entsprechend andere Gateways, wie in meinem Fall oder ich das Konbi-Gateway, das Zigbee-Gateway. Mit dem Akara-Hub hättet ihr noch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, dass ihr den Button halt als Türklingel benutzen könnt oder als sogenannten Emergency-Button. Da wird dann ein entsprechendes Signal ausgegeben, wenn der Button geklickt wird über das Akara-Hub. Also gibt es noch mal ein paar mehr Anwendungsfunktionalitäten. Ich möchte ihn einfach nutzen, um hier entweder Lichter schalten zu können oder Szenen drauflegen zu können. Und ich glaube, dafür ist er von der Preis-Leistung echt top. Und ja, als Vergleich auch mal hier einer der neueren Button von IKEA. Der hat so ziemlich exakt die gleichen Maße. Also wenn man das mal übereinander legt, dann sieht man das. Nimmt sich das nichts. Wirklich auch 45x45, auch genauso dick. Von daher sind die sehr gut vergleichbar. Preislich hier 6 Euro, hier 10 Euro. Und ich bin auch der Meinung, man muss halt auch nicht wirklich viel mehr ausgeben. Von daher setze ich halt sehr gerne inzwischen auf beide Marken. Also ich würde jetzt keine 20, 30 Euro für einen Button ausgeben. Ja, und viel mehr gibt es zu dem Button auch gar nicht dann erstmal zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie man den in Konbi anlernt und was man dann entsprechend in dem Schalter belegen kann. Bis gleich. Ja, weiter geht's hier im Video. Ich bin inzwischen eingeloggt in mein Konbi-Gateway und bin hier über die Hauptseite in den Bereich Schalter gewechselt. Wie ihr seht, befinden sich bereits drei angelernte, verbundene Schalter in meinem Konbi. Das sind alles drei IKEA-Schalter. Einmal die runde Fernbedienung, die gibt es ja schon etwas länger. Wird auch noch mit manchen Lampen ausgeliefert. Und dann den kleinen eckigen Schalter, den ich jetzt hier eingangs mit dem Video als Vergleich gezeigt hatte. Und die funktionieren auch alle sehr gut. Und jetzt möchten wir entsprechend den Xiaomi Wireless Switch mit einbinden. Ich klicke auf neuen Schalter verbinden. Dann bekommt ihr so ein paar Hersteller angezeigt. In dem Fall ist Xiaomi hier nicht mit aufgeführt, also klicke ich andere. Und die Suche ist auch schon direkt für 3 Minuten aktiv. Ich würde jetzt hier parallel zu meinem Switch gehen. Das nehme ich auch hier parallel mit auf. Blende ich jetzt entsprechend mit ein, wie der Anlernvorgang aussieht. Also der Anlernvorgang ist aktiv und ihr kennt das ja, wenn ihr einmal entsprechend jetzt den Anlernknopf drückt, dann geht auch direkt hier der Anlernvorgang los. Wenn ihr den Anlernknopf 3 Sekunden gedrückt haltet, setzt ihr den Schalter zurück. Und jetzt bitte mal hier dann gleich auf dieses Lämpchen achten. Das sollte gleich anfangen zu blinken, wenn ich hier einmal kurz drauf drücke. Ich hoffe, man sieht das. Ja, ihr seht es, es blinkt blau. Und jetzt sollte auch der Schalter dann relativ zügig von Konbi gefunden werden. Der hört dann auch relativ schnell hier auf zu blinken, der Schalter. Das ist einfach nur ein Signal, dass er entsprechend auch im Anlernvorgang ist. Und ja, dann warten wir mal ab. So, das hat dann soweit funktioniert. Die Verbindung wurde hergestellt. Ich beende hier den Dialog. Und ihr seht den neuen Schalter. Ein Smart Switch von Xiaomi. Und wenn man draufklickt, gibt es auch schon mal ein paar Details. Also nochmal der Hersteller, das Produkt und entsprechend die Seriennummer plus die Revision.
Ja, viel mehr braucht uns an der Stelle auch gar nicht zu interessieren. Er ist auf jeden Fall angelernt und ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, was ihr nun im Weiteren mit dem Schaltereditor hier tun könnt. Als nächstes würde ich euch gerne mal den Schaltereditor hier in Conbee vorstellen und dazu gehe ich jetzt auf die Hauptseite und lege eine neue Gruppe an, weil ich die Lampe, die ich steuern möchte, in eine eigene Gruppe packen möchte. Und ich sage hierzu, das gibt die Gruppe Flur EG erstellen. Und in dieser Gruppe ist noch nichts zugeordnet. Dementsprechend gehe ich auf Bearbeiten, sage Lichter verwalten und sehe jetzt halt die Auswahl an Lampen, die ich hier bisher in das Konbi hinzugefügt habe. Und klicke dann entsprechend hier auf Plus, auf die Garderobe, sage auf Speichern. Und dann habe ich die entsprechende Lampe. Das ist eine GU10-Leuchte von Müllerlicht. Die gibt es immer wieder mal beim Aldi. Die habe ich jetzt hier entsprechend der Gruppe hinzugefügt. Und darauf aufbauen kann ich jetzt weitere Aktionen setzen. Und ich möchte entsprechend dann den Schalter belegen. Also füge ich jetzt hier den Schalter hinzu, sage hier auch wieder Schalter verknüpfen und bekomme all die Schalter angezeigt, die bisher angelernt sind. Wähle jetzt hier meinen Smart Switch aus. Das ist der Xiaomi, den wir gerade angelernt hatten. Sage auf Weiter. Und jetzt seht ihr auch schon das Schöne Besondere an dem Schalter für 10 Euro. Es ist eine Mehrbelegung möglich. Also linke Seite einmal klicken, zweite Seite zweimal klicken und dann könnt ihr entsprechend da Aktionen ausführen. So, ich wähle jetzt erstmal die linke Seite aus, sag auf Weiter, beziehungsweise ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind dann sogar drei Funktionen möglich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also hier einmal klicken, eine Funktion, hier einmal klicken, eine Funktion und zweimal klicken, eine Funktion. Ich meine, das hätte ich auch irgendwo gelesen. Aber okay, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls könnt ihr das mehrfach belegen. Ich wähle jetzt hier die linke Seite aus des Buttons und den möchte ich mit an aus belegen und das Ganze im Wechsel. Und sagt dann hier übernehmen. Und dann seht ihr das auch schon, da ist die Belegung hinzugefügt. Jetzt möchte ich die zweite Seite belegen. Klick hier, wähle die dann entsprechend aus. Klick auf Weiter und dann habt ihr ja noch viele andere Aktionen. Also ihr könnt Szenen aufrufen. Hier ist jetzt noch keine Szene definiert. Ihr könnt Effekte hinterlegen mit verschiedenen Ausprägungen, verschiedener Sättigung. Genauso könnt ihr die Helligkeit ändern. Ihr könnt die Farbtemperatur ändern. Also der Schaltereditor ist wirklich cool, vor allen Dingen schön am Browser machbar. So, ich möchte jetzt die rechte Seite des Buttons mit einer bestimmten Farbe und Helligkeit belegen. Das möchte ich aber über eine Szene realisieren. Von daher schließe ich jetzt nochmal den Belegungseditor und gehe nochmal einen Schritt zurück und sage, ich möchte eine Szene definieren. Und ich sage hier wieder auf dem Pluszeichen Szene hinzufügen. Und die nenne ich jetzt mal Abendlicht, weil am Abend soll dann die Garderobe immer in einer bestimmten Farbe und in einer bestimmten Helligkeitsstufe erscheinen. Sage erstellen. Und dann ist auch entsprechend das Licht schon vorausgewählt. So, als nächstes können wir entsprechend die Szene editieren. Das heißt, das eine Licht ist entsprechend ja dann auch schon vorausgewählt. Und hier über die Schieberegler könnt ihr jetzt bestimmte Dinge vornehmen. Helligkeit ändern, Farbe ändern, Sättigung ändern. Ich möchte hier die Helligkeit auf 50% einstellen und die Farbe soll dann am Abend ein Blauton sein. Die Sättigung kann auch ein bisschen höher sein, so etwa in dem Level, ein bisschen höher. So gefällt mir das ganz gut. Und dann klicke ich hier auf Speichern. Jetzt habe ich meine Szene gespeichert und kann die entsprechend auch dann nochmal über Einstellungen ein Stück weit anpassen. Und hier möchte ich aber nichts verändern. Gehe auf die Lichter. Beziehungsweise, ja, gehe wieder zurück und bin dann soweit mit der Szene fertig. Gehe wieder auf den Schaltereditor, klicke auf das Plus-Symbol, markiere meinen rechten Button, klicke auf Weiter und gehe auf Szene aufrufen. Und jetzt seht ihr auch schon den Unterschied zu vorher. Die gerade angelegte Szene ist nun auswählbar. Ich klicke die Szene, sage Übernehmen und dann wird die entsprechend auch hier hinzugefügt. Und damit sind wir dann auch fertig. Jetzt ist der Schalter so belegt, wie ich das gerne hätte. Ja, das war es auch soweit jetzt mit den Dingen, die ich euch zeigen wollte, was man mit dem Schalter-Editor tun kann. Ja, ich hoffe, das war informativ für euch. Das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da.
Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Ich freue mich über jeden weiteren Abonnenten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.